Star Wars. Ladies and gentlemen, now we are present J.J. Abrams, der neue Star Wars Messias, der Star Wars nach vorne bringt, wie ein Katapult. Ja, ich habe jetzt so viel gesprochen, ich musste jetzt so eine Sendung machen, ich musste diesen Messias halt in Öl gießen und ich musste ihn veredeln. Er kommt in einem erstklassigen Bilderrahmen und er wird hier in die Ruhmeshalle, in diese Star Wars Lounge wird J.J. Abrams eingebettet werden. Er wird der Nachfolger von George Lucas werden. Da geht der Weg dran vorbei. Doch. E7. Über 2,2 Milliarden hat noch nicht mal George Lucas jemals mit seiner Trilogie geschafft. So, und er hier macht da mal eben, die Macht ist erwacht, baut ein Snoke, baut ein Bösewicht und schwupp, die Welt zerbricht. EPIA, zig Lager, doch wirklich zig Lager. Die Besessenen als Lager, die auch schon die Umstrittenen, die Besessenen, die Umstrittenen. Dann die 4 bis 6, Episode 4 bis 6, nichts anderes. Dann noch ein bisschen Wookie, die beiden Filme sind unausgepackt, wirklich unausgepackt, liegen die bei mir noch im Regal. Ist halt so, auch die VHS-Version, niemals geschaut, ich war im Kino. Ich möchte mich daraus, darüber nicht, möchte ich gar nicht, die Ewoks. So, also. Es wurde heute sowas von veröffentlicht, dass der Messias J.J. Abrams Star Wars wieder nach vorne bringen wird. Auch er wird dann wieder zu Weihnachten kommen und schon geht's los. Frozen 2 nach hinten und viele Filme müssen nach hinten. Auch einige Marvels müssen nach hinten geschoben werden. Star Wars hat / Disney. Disney hat sich in Star Wars verrannt mit Kennedy zusammen. Saßen die an einem Tisch und haben es gnadenlos am 12. und am 13.09.2017 beschlossen, der Messias J.J. Abrams wird es machen. Ich sag schon Abraham dazu, wie Abraham Lincoln, der Messias von Star Wars. Der Messias von Star Wars, J.J. Abrams, wird es machen, er wird es auf den Weg bringen, er wird uns zum Toben bringen und so weiter und so fort, aber leider erst im Jahre 2019. So, wir wollen jetzt erstmal die Episode 8, also es wird lustig werden, es wird wirklich lustig werden, in 90 Tagen geht's los und wenn wir Episode 8 uns dann angeschaut haben, dann werden wir sicherlich mehrere Videoclips machen, ach, Amerika sofort ist klar, aber auch wir werden uns ins Getümmel stürzen und werden das analysieren, mal schauen, was dabei rauskommt, ob dieser Messias Star Wars nach vorne bringen wird, ob da wirklich jetzt richtig was abgehen wird. Man hat also mit ihm schon gesprochen, man hat gesagt, bitte nicht noch eine Starbase, Killerbase und Wahnsinns-Todesstern, also verschon uns mit so etwas, denk dir was Neues aus, bring was Neues. Erzähl die Geschichte neu, von mir springen in Universe, von mir springen 40 Jahre davor, ja, Mary-Klaner, da, keine Ahnung, mach da irgendwas, bring da was, bring was Neues, ja. Überstrapaziere auch die Figuren nicht, überstrapaziere sie nicht, mach daraus nicht irgendwelche Phrasen, keine Ahnung, mach es nicht. So, zweimal musste man über ihn, also zweimal, also einmal war ja jetzt Rogue One, zweite Mal war jetzt Episode 8 in fremder Hand, zwei fremde Regisseure haben da was gemacht, von Rogue One hört man so gut wie gar nichts mehr, ja, ich meine, die sind ja auch alle verstorben dort, nichts, weder was von irgendwelchen Robotern, Droiden, nein, Kybernauten, nichts, fremde Wesen, nichts, null, ja. The Rebels läuft jetzt auch am 16.10. zum letzten Mal, vierte Staffel auch Ende. Im Oktober kann man dann auch die dritte Staffel kaufen, dann kann man sich die also auch schon mal anschauen. Ich vermute, dass wir irgendwann, ich sehe das Blau, deswegen komme ich jetzt darauf, dass wir uns irgendwann mal Star Wars gesund saufen. So ein Saufen in die Binde, Star Wars, ja, Star Wars. Irgendwann kann das passieren, also irgendwann kann das passieren. Also bei uns kommen die Leute rein,
Sind Sie Star Wars-Fans? Nein, wir sind keine Star Wars-Fans. Wir haben gedacht, wir würden euch irgendwie diese Figuren verkaufen können, aber das war ja wohl nicht. Deswegen haben wir das ja jetzt hier in unserer Star Wars Lounge. Wir haben es in unserer Star Wars Lounge. Wir haben ihn aufgehängt. Wir hängen ihn noch nicht, aber wir hängen ihn auf. Er wird aufgehängt. Unser Messias, unser Star Wars Messias, er ist für uns, bleibt er der Star Wars Messias. Er wird in jeder Folge jetzt hochgehalten werden, weil er ja jetzt am Himmel hängt. Ja, er hängt am Himmel und wird uns als Messias hier begleiten. Er wird uns das Weihnachtsfest versüßen zum zweiten Mal. 2015 hat er angefangen, uns das Weihnachtsfest zu versüßen. Jetzt kam dann Rogue One und das war dann so richtig rabumm. Man war noch nicht ganz zu Hause, hat man sich sofort Teil 4 nochmals. Nee, also das ging nicht anders, das musste sein. Wie Darth Vader in die Ferne schaute, hat man gesagt, weißt du was? Das müssen wir. Ne? Dann haben wir Teil 4 und dann, boah, dann kam, wie gesagt, jetzt E8 noch nicht. Also da müssen wir warten. Boah, das wird alles so sein. Also, naja, wir wollen nicht hoffen. Also man hat mit ihm gesprochen. Das ist jetzt kein Witz. Er möge also bitte nicht in die Sache. Er soll wirklich sich was Neues ausdenken. Er soll wirklich jetzt Star Wars ne? So richtig gibt Star Wars neu. Ja, es gibt, wie gesagt, die 4 bis 6 Fans, es gibt die 1 bis 3 Fans, es gibt die 1 bis 7 Fans, es gibt die 1 bis 7 plus 3a, also Rogue One Fans. Und es gibt solche wie wir, die mit dem Messias, wir sind ein Jünger des Messias, ja, wir sind ein Jünger des Messias, wir lieben Star Wars, ever, ever Star Wars, egal wie, mach, dreh. Bring uns zum Weinen, bring uns zum Lachen, bring uns in die Euphorie. Nur Figuren kaufen wir keine, auch so eine nicht. Wir sind Film- und Fotofans. Wir hängen uns lieber Fotos auf, wir sammeln Fotos, Autogramme und auch Filme aller Art und dann war's das. Die Figuren sind nur für die, die es brauchen, ansonsten unsere Lounge. So, die werden irgendwann noch einmal, die werden irgendwann mal sehr günstig verkauft, wer reinkommt, gebraucht. Vorhin hat einer sich erschrocken. Wir haben natürlich auch Militärspielzeug und Militärsammelsachen, Militär 1 zu 6, das kostet. Eine amerikanische Militärmaschine aus dem Jahre 1944 kostet 319 Euro. In 1 zu 6 billiger geht's nicht. Also da können wir drüber reden, über Star Wars können wir reden. Star Wars können wir günstiger abgeben, aber sonst läuft da nichts. So, meine lieben Freunde, der Messias hat nun mal das Ruder wieder übernommen. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns jetzt erstmal in der sogenannten Fremdregie, zweite Fremdregie auf Episode 8. Mal schauen, wie das umgesetzt worden ist. Und dann kommt er wieder, der Messias, der uns Star Wars mehr als näher bringt. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf den Messias. Wir freuen uns auf Episode 9. Und wir freuen uns auf das Jahr 2019. Ihr merkt, wir müssen noch 2 Jahre erstmal Episode 8 anschauen und dann Han Solo anschauen im Mai 2018. Und dann kommt er. Alles klar? Der Messias ist geboren.